herzlich willkommen auf dem Kanal Jens ist Welt, Mopar-Portage und mehr. Heute kommt das Quassel-Video, was eigentlich Sonntag kommen sollte, aber ich hatte Sonntag einfach keine Lust mehr. Ja? Nehmt es mir nicht übel, aber ich habe jetzt jeden Tag 4 Uhr aufstehen müssen und kurz bis nach 16 Uhr war ich unterwegs. Ja, und gestern wollte ich dann noch in die Wanne gehen, bin im Sessel eingeschlafen und gegen 2 Uhr aufgewacht. Ja, das ist nämlich gerade durch das Wetter und den Stress schon ganz schön belastend, sag ich mal. Ne? Ja, es ist aber auch viel passiert vorige Woche, viel passiert, was ich auch dokumentiert habe. Ne? Aber dazu kommen wir dann später. Außerdem gibt es noch 4 Pakete, ein bisschen Heumaterial und wieder Vintage Audio. Was das genau ist, werden wir ja dann sehen. Eigentlich war geplant, einen Livestream zu machen, aber ich habe dann gedacht, nee, heute nicht. Ich muss morgen wieder um 4 Uhr raus und das wurde zu lange. Ne? Also sprich, ich hätte gar keine Konzentration und was weiß ich. Anlage ist natürlich nicht gereinigt. Das sieht natürlich dann schlecht aus wegen dem Fahrvideo für das neue Rollmaterial zum Testen, aber das hole ich dann nach, wenn ich dann wieder mal frei habe. Ich habe aber wahrscheinlich erst wieder Samstag und Sonntag frei. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ihr schaut jetzt erst einmal das Trainspotting. Da gibt es natürlich ein paar Erklärungen dazu, insbesondere von meinem Material. Ja, und das kommt diesmal wieder mal von Josef, wie immer, von Micha, der hat da tolle Videos und Bilder geschickt, von mir, auch einiges dabei und natürlich auch von anderen Leuten. Ich habe halt wieder alles in Ordnung gepackt und dann wünsche ich euch erstmal jetzt viel Spaß dabei und dann gibt es ein bisschen was zur Erklärung für das Material. Film ab! We'll be right back.
Tja, Freunde, ihr seht es. Wieder einmal ein Ersatzzug für den ICE 4 nach Basel SBB. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Tja, und heute bin ich das erste Mal mit dem ICE 1 auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke gefahren. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein Unterschied wie daran. Kein Geschaukel, nichts. Du hast nicht mal gemerkt, wie der die Strecke gewechselt hat. Gar nicht. Ein ganz, ganz ruhiges Fahren. Also verratet mir mal eins, warum wackelt der ICE 4 wie ein Lämmerschwanz, wenn der über die Strecke fährt? Über die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Ne? Warum wackelt der da so? Da kommt gleich noch der ICE T hinterher, nach München. Ne? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben? Ich quatsche diesmal extra ins Video rein. Ist ja nichts Besonderes, ne? Die CE sehen wir ja jeden Tag. Aber das würde mich echt mal interessieren. Ne? Wieso der so ruhig fährt und der ICE 4 wackelt wie ein Schwein? Ne? Ich hatte ja schon mal davon berichtet, dass der so stark gewackelt hat, dass ich mich auf Toilette hin und her geschleudert hat. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Schreibt es mir mal in die Kommentare.
lang.
Er fährt in die Tschechei und dann nach Zürich. Es wird ja getrennt dazu, ich verstehe. Ja, jetzt passt auf. Es geht mit Tschechen morgen los. Huch! Na, wo ist denn der Rest? Der wird jetzt gleich rausgefahren. Jetzt verstehe ich, dass der kommt aus Zürich. So Leute, und jetzt wurde der Zug getrennt und der Rest wird jetzt irgendwo hingefahren. Jetzt müssen wir fragen, wie das jetzt hier funktioniert mit dem Zug. Ich habe schon noch nicht gesehen sowas. So Leute, jetzt hat der Zug getrennt. Oder wurde getrennt und jetzt wird der Rest irgendwo hingefahren. Das ist mir zu hoch. Thank you.
Da war da wieder allerhand dabei. Insbesondere was der Micha gefilmt hat und auch fotografiert. Sehr tolle Sachen. Und natürlich auch das von Josef. Vielen, vielen Dank und alle anderen. Ja, und zu meinem Material gibt es ein bisschen was zu erklären. Zum einen habt ihr ja gesehen diesen Nachtzug. Und dieser Nachtzug, der wird ja dann geteilt in Leipzig und dann fährt ein Teil nach Prag und ein Teil fährt nach Berlin weiter. Kommt aus Zürich und schon in Zürich sind die tschechischen Wagen dran. Aber um diese Information zu bekommen, das hat eine ganze Weile gedauert, denn ich sage es mal ganz vorsichtig, das österreichische Bahnpersonal oder Zugbegleiterpersonal ist sehr, ich will es jetzt nicht falsch ausdrücken, aber sie halten sich für was Besseres. Ne? Man hat keine Informationen bekommen, man wurde weggeschickt, in dem österreichischen Slang, dass ich mich verpissen soll, also geh weiter oder guck im Plan und so, dann weißt du Bescheid. Also das ist keine Art und Weise, wie man Bahnmitarbeiter behandelt. Auch wenn ich von der DB bin und ich von Österreich und ich interessiere mich für Züge, da kann man auch eine normale Antwort geben. Ich habe natürlich kein Bild machen dürfen von dem Schlafwagen von Ihnen. Das wurde mir auch verboten oder verwehrt. Ja, aber letztendlich habe ich dann doch meine Informationen bekommen, weil ich den Lokführer der 101 gefragt habe. Kurz, da kam mir dann auch wieder der Österreicher, der mich dann weggejagt hat. Und dann habe ich dann nochmal mit einem DB-Zugbegleiter geredet, der ganz vorne stand bei dem Schlafwagen von ÖPNB. Und der hat mir das alles erklärt. Und so weiß ich jetzt wenigstens, wie das mit dem Zug seinen Gang geht. Ja, das war sehr interessant. Den sieht man wahrscheinlich auch nicht jeden Tag. Und abends fährt er dann halt wieder von Berlin nach Leipzig. Dann kommt der restliche Teil aus Prag. Dann hängt sie sich bald wieder zusammen und dann werden sie wieder zusammen nach Zürich gezogen. So sieht's aus. Ihr könnt mich auch mal korrigieren, wenn ich das falsch erklärt habe. Aber ich denke mal, so kann man es da lassen. Gut, dann hatten wir auch Aufnahmen aus Erfurt. Ja, das hatte ich ja die ganze Woche. Güterverkehr war nicht so viel. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, in meiner Pause ein paar Güterzüge zu filmen. Denkst du, der einzige, den ich erwischt habe, oder die einzigen zwei, die ich erwischt habe, das habt ihr ja gesehen, ganz außen auf Gleis 1 den Containerzug, dann nochmal einen Kesselzug und als ich dann schon auf Gleis 1 war, oder Gleis 10, sorry, Gleis 10 natürlich, Gleis 1 ist auf der Seite, da kam dann noch dieser Stahlrollenzug durch. Ne? Da gibt es auch noch eine lustige Geschichte dazu, die werde ich aber jetzt hier nicht erzählen. Ich sag's mal so, ältere Leute mit einer bestimmten Einstellung zur Politik, die sollte man nicht davon zu überzeugen, dass es sich dabei um einen Stahlrollenzug gehandelt hat. Ne? Aber stand ja auch BKP dran. Und das heißt, dass es polnische Stahlrollenwagen war. Das ist das Ähnliche, was ich dazu sagen kann. Weil, naja, es gibt halt Menschen, die werden nicht aufwachen. Insbesondere manche Rentner. Die wachen erst dann auf, wenn sie nichts mehr haben, wenn sie auf der Straße sitzen oder wenn sie halt irgendwann unter die Räder kommen. Ja? Man versteht, was ich meine. Gut, das war's zum Thema Trainspotting. Aber wir sind noch nicht fertig, denn im zweiten Teil, da gibt es dann ein bisschen was zu erklären. Also Moment, ich hatte jetzt beinahe was vergessen. Natürlich ist es auch so, dass viele Züge bei dieser Hitze nicht mehr durchhalten. So hatte ich zum Beispiel am Samstag das Problem, dass ich fast 100 Minuten Verspätung hatte, weil einer liegen geblieben ist in Bamberg und dann musste er evakuiert werden und den Ersatzzug. Dann haben wir gesagt, eine 100 Minuten Verspätung. Ja, und als ich dann nach Hause kam, dann ist dann das nächste passiert. Aber wie gesagt, das gibt es dann im nächsten Teil. Da gibt es dann auch die Pakete.
weil das wird sonst hier zu lang. Na? Gut. Also, bis gleich zum zweiten Teil.